Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls du mich noch nicht kennst oder neu hier bist, ich bin Elsa und begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. In diesem Video werde ich gemeinsam mit euch einen automatischen Haarcurler testen. Und zwar ist das dieses Gerät hier, was irgendwie super crazy aussieht, aber auch irgendwie ein bisschen kompakt und spannend, was ich mir für 33 Euro bei Amazon gekauft habe. Und es gibt super gespaltene Meinungen über dieses Gerät. Also ich habe mir so ein bisschen was angeguckt auf YouTube, auch in den Amazon-Bewertungen. Und deswegen bin ich umso gespannter, das Gerät zu testen. Wenn ihr also alles über dieses Gerät wissen wollt und es gemeinsam mit mir testen wollt, dann bleibt jetzt am besten dran. Also was ich an diesem Gerät auf jeden Fall schon mal ziemlich cool finde, ist, dass es kabellos funktioniert und der Hersteller verspricht, dass man bis zu 60 Minuten kabellos seine Haare locken kann. Das werden wir jetzt direkt mal testen, weil ich werde auch die Zeit stoppen, weil ich kann ganz schwer einschätzen, wie lange das mit diesem Gerät dauern wird. Man darf maximal 2 cm große Strähne nehmen. Und ich werde versuchen, natürlich mit größeren Strähnen zu arbeiten, weil ich einfach finde, dass es cool, ein cooleres Ergebnis auch erzielt und man ist natürlich auch schneller fertig. Was ich auch gesehen habe, ist, dass es auch im Kabelmodus funktioniert, was bedeutet, wenn der Akku leer ist, dann könnte man theoretisch auch aufs Kabel umsteigen, aber ich mag das Gerät ja genau deswegen, weil es kabellos funktioniert. Das Kabel tatsächlich, was hier mit dabei ist, ist jetzt nicht so extrem lang, wie ihr sehen könnt. Also wenn man im Kabelmodus arbeitet, dann sollte auf jeden Fall ja, die Steckdose sehr, sehr in der Nähe sein. Ein Netzteil ist nicht dabei, wie ihr gesehen habt, aber ein Netzteil hat in der Regel jeder zu Hause. Also ich habe auch genügend zu Hause rumliegen, von daher war es überhaupt gar kein Thema. Bevor ich jetzt mit dem Locken meiner Haare starte, nochmal ein paar Tipps, die ganz, ganz wichtig sind. Bevor man seine Haare lockt, sollte man auf jeden Fall einen Hitzeschutz auftragen. Ich habe schon einen Hitzeschutz in meinen Haaren aufgetragen. Ich nehme da den Hitzeschutz von Elnett. Das Elnett Hitzeschutzspray schützt die Haare bis zu 230 Grad. Und wenn man es aufsprüht, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man es auch gleichmäßig in den Haaren verteilt. Weil immer wenn man mit Hitze arbeitet, schädigt man natürlich auch seine Haare. Auch wenn ganz, ganz viele Hersteller immer versprechen, dass die Haare nicht geschädigt werden, ist es trotzdem der Fall, dass es die Haare einfach belastet. Von daher denkt bitte immer unbedingt dran und nehmt auf jeden Fall einen Hitzeschutz. Ich werde jetzt meine Haare so abteilen, dass ich die vordere Partie mit euch gemeinsam locke, damit ich euch zeigen kann, wie das Gerät funktioniert. Das heißt, ich stecke hier den unteren Teil weg, weil man es einfach so am besten, finde ich, auch sehen kann. Vielleicht auch nochmal ein paar Key Facts zu dem Gerät. Also man kann ja, zwischen verschiedenen Hitzestufen wählen. Man kann zwischen 150 Grad und 200 Grad wählen, also sprich 160, 170, 180, 190 und man hat die Möglichkeit, einen Timer einzustellen. Man kann den Timer einstellen zwischen 8 und 18 Sekunden. Ich habe mich so eingependelt bei 12 Sekunden. Also ich habe das Gerät natürlich schon mal ausprobiert, bevor ich ja, dieses Video gemacht habe. Und muss sagen, so 12 Sekunden ist jetzt bei meinen Haaren ein guter Mittelweg. Aber bei den Temperatureinstellungen muss ich sagen, dass man mit dem Gerät auch schon bei 150 Grad sehr gute Ergebnisse erzielt. Man sagt ja, dass die perfekte Styling-Temperatur bei 180 Grad liegt, bei 180 Grad die Haare nicht so wahnsinnig stark schädigt, die Haare aber trotzdem schon super gestylt werden. Ich werde euch verschiedene Temperatureinstellungen zeigen und jetzt das Gerät erstmal anschalten, damit es aufwärmen kann. Das Ganze, ja, es gibt hier so einen On-and-Off-Knopf und wenn ich den hier gedrückt halte, dann piepst das Gerät und dann sieht man hier, dass die Temperatureinstellung, die blinkt. Und wenn es nicht mehr blinkt, dann kann es losgehen, dann ist das Gerät erhitzt. Das Gerät braucht so grob zwischen 30 und 40 Sekunden, hatte ich jetzt mal gemessen. Aber das sollte ja eigentlich auch ganz flink gehen. Und sobald das Gerät aufgewärmt ist, dann würde ich sagen, dann kann es losgehen. Es hat knapp eine Minute gedauert, bis das Gerät erhitzt war. Jetzt habe ich es auf 150 Grad eingestellt. Das heißt, ich möchte euch gerne zeigen, was für Locken das Gerät bei 150 Grad macht, bei 170 und bei 180 Grad.
Nur um vorwegzunehmen, viele sagen ja immer, oder ich habe es früher oft gehört, dass Lockenstäbe richtig heiß werden müssen, damit man ein tolles Ergebnis erzielt. Ich habe genau gegenteilige Erfahrungen gemacht. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Technik sich mittlerweile verändert hat. Ich finde, dass man mit niedrigen Temperaturen wirklich tolle Ergebnisse erzielen kann. Aber ich würde sagen, wir testen es jetzt einfach mal zusammen. Ich würde jetzt direkt hier mit einer Strähne starten. Und würde mir hier eine Strähne wegnehmen. Und dann zeige ich euch mal direkt, wie es funktioniert. Man hat hier vorne hat man die Öffnung des Gerätes und dann legt man die Strähne hier oben drauf. Guck mal, genau, möglichst nah, vielleicht je nachdem, wo man möchte, dass die Locke startet, startet man sozusagen. Und dann hält man diesen Knopf hier gedrückt und dann wird die Strähne eingezogen und man muss warten, bis das Gerät aufhört zu piepsen. Und dann kann man die Strähne rausholen. Was so ein bisschen doof ist, dass man den Knopf immer gedrückt halten muss. Aber ich zeige es euch am besten, indem ich hier einfach drauf drücke. Ich hoffe, dass man es gut sehen kann. Und ich komme mal näher ran, weil dann könnt ihr hier sehen, hier wird die Locke eingedreht und drumherum gewickelt. Und wie ihr hört, es piepst schon ganz fleißig. Und wenn es aufhört zu piepsen, dann ist die Locke fertig. So, 12 Sekunden sollten jetzt rum sein. So sieht die Locke aus. Ich gucke gerade mal. Das habe ich nämlich vergessen, euch zu sagen. Man kann die Einrichtung bzw. die Ausrichtung der Locke eingeben. Und ich habe es jetzt gerade auf links gestellt. Das werde ich jetzt gleich noch auf rechts umändern, weil ich möchte natürlich, dass die Locke nach hinten ausgerichtet wird. Das heißt, es ist immer ganz wichtig, wenn man ja, mit so automatischen Lockengeräten arbeitet, dass man auch die Ausrichtung der Locke auch eingibt. Und ich ändere das jetzt mal auf rechts. Und dann könnt ihr vielleicht auch direkt einen Unterschied sehen. Also hier gibt es so einen On- und Off-Knopf. Und wenn man den drückt, blinken die verschiedenen Einstellungen, die man ändern möchte. Und dann geht man hier auf diesen Pfeil und kann das ändern. So, jetzt gehe ich mal auf rechts, genau, jetzt hat er rechts eingestellt. Und dann könnt ihr direkt mal sehen, wie sich hier oben die Ausrichtung der Locke verändert. Also wir nehmen jetzt mal eine zweite Strähne. So, dann nehme ich das Gerät wieder und dann lege ich die Strähne hier wieder rein. Ich gehe mal hier hoch und drücke wieder den Knopf. Also ich muss zugeben, das Piepsen ist schon ein bisschen nervig, aber an sich ist das Gerät eigentlich auch überhaupt nicht schwer, so gefühlt. Fertig! So, hier könnt ihr bei den beiden Locken sehen, dass sich die Ausrichtung verändert hat. Also die fällt aus meiner Sicht einfach so ein bisschen verkehrt und die hier hat aus meiner Sicht so einfach die richtige Richtung. Aber ich finde das Ergebnis total schön, also wenn ihr euch die zwei Locken mal anguckt, also dafür, dass es jetzt auch nur mit 150 Grad gemacht wurde, finde ich, ist es auf jeden Fall schon mal ein super Ergebnis. Und ich würde jetzt einfach die Temperaturstufe mal um 20 Grad erhöhen. Das heißt, ich stelle das Gerät von 150 auf 170 und wir gucken mal zusammen, ob sich die Locke verändert oder ob sie intensiver gelockt wird oder wie das Ganze aussieht. So, jetzt kann es gleich losgehen. Ich nehme jetzt gleich eine weitere Strähne. Ich finde auch von der Strähnendicke eigentlich, dass man, ja, das ist eigentlich, ja, ich probiere jetzt auch nochmal eine größere Strähne, aber ich finde, so dass von der Strähnendicke das eigentlich ganz okay ist, was hier reinpasst. Jetzt gucken wir mal. Und los geht's. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, dass jetzt die Locke, die ich auf 170 Grad eingedreht habe, wirklich viel intensiver geworden ist als jetzt hier die anderen zwei Locken. Wenn man sich das Ganze so anschaut, das
Deswegen würde ich sagen, wir gucken jetzt vielleicht doch mal. Ich schalte jetzt das Gerät auf 180 Grad und wir machen dann vielleicht doch noch mal eine Strähne mit 200 Grad, um einfach zu sehen, ob es da doch noch mal einen gravierenden Unterschied gibt. Also jetzt stelle ich das Gerät erstmal auf 180 Grad und dann gucken wir mal, was sich da verändert. Ich finde es immer total spannend, wenn man so verschiedene Hitzestufen ausprobiert, zu sehen, ob sich das Ergebnis verändert, ob es sich stark verändert und ob es wirklich was ausmacht. Also ehrlich gesagt muss ich sagen, dass man doch schon eine leichte Steigung merken kann, wie sich einfach die Intensität der Locke verändert. Also ich fand es total cool, ehrlich gesagt. Und ich finde die Locken alle schön, aber ich mag es natürlich auch so ein bisschen, wenn sie so ein bisschen intensiver gelockt sind. Also jetzt gucken wir mal, jetzt stelle ich es doch nochmal auf 200 Grad hoch, obwohl ich ja nicht mit 200 Grad arbeiten wollte. Aber ich finde es total spannend und deswegen probieren wir das jetzt nochmal aus. Ich gehe jetzt nochmal auf die Einstellungen und klicke hier nochmal auf den On- und Off-Button und gehe jetzt mal hoch auf 200 Grad. Also der Timer ist weiterhin auf 12 Sekunden eingestellt und jetzt gucken wir mal, was hier bei der vordersten Strähne rauskommt. Tada! Also ich finde, man sieht hier vorne tatsächlich doch nochmal einen riesengroßen Unterschied. Also sie ist viel, viel intensiver gelockt. Aber wenn ich ehrlich bin, fühlt sich die Strähne gerade auch noch super warm an und da kriege ich gleich ein schlechtes Gefühl. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mit den 180 Grad eigentlich ganz happy und ich werde den Rest meines Kopfes mit 180 Grad locken und euch dann auch das Ergebnis zeigen. Vielleicht nochmal ein paar Keyfacts zu dem Gerät. Also ich habe einiges an Reviews gelesen und lasst euch nicht durcheinander bringen. Es gibt auf Amazon diesen Lockenstab von gefühlt 100 verschiedenen Firmen. Und es gibt super viele schlechte Geräte. Also ich kann nicht sagen, dass sie schlecht sind, weil ich sie nicht alle ausprobiert habe. Aber so von den Bewertungen, die ich gelesen habe, gibt es da ganz, ganz viele Unterschiede. Und deswegen lohnt es sich schon nochmal auch genauer hinzugucken, wenn man so ein Gerät haben möchte. Und ich finde, dass das Ergebnis wirklich toll aussieht. Man muss auch mit dazu sagen, dass man mit meinen Haaren generell gut Locken machen kann. Also, dass bei mir auch vieles sehr, sehr gut hält. Ich habe selten irgendwas ausprobiert, was bei mir jetzt überhaupt nicht gehalten hat. Und das sieht für mich direkt auch nochmal so danach aus, wie wenn es einfach ewig halten würde. Aber, wie gesagt, ich verlinke euch das Gerät auch gerne nochmal. Bisher bin ich total zufrieden und ich werde jetzt die Zeit stoppen, damit wir mal sehen, was der Akku so kann und ob, die 60 Minuten werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, um meinen kompletten Kopf zu locken. Aber wir gucken mal, egal wie lange ich brauche, ob das Gerät bis dahin durchhält. So, ich hoffe, man kann es gut sehen. Ich stoppe jetzt die Zeit und würde sagen, es kann losgehen. Natürlich teile ich meine Haare jetzt auch nochmal ab zum Locken der Haare, weil es natürlich auch einfach leichter ist. Und da arbeite ich mich von hinten nach vorne, weil das einfach am leichtesten funktioniert, würde ich jetzt mal sagen, für mich zumindest. Vor allem kann man alles, was man hinten schon gelockt hat, dann einfach über die Schulter nach hinten schieben und es liegt einem halt einfach nicht im Weg. Und ehrlich gesagt finde ich, dass die Mechanik total easy ist, also dass man wirklich nur die Strähne drauflegt und ja den Knopf drückt und eigentlich das Gerät alles von alleine für einen erledigt. Ich weiß, es sieht total lustig aus hier mit der Strähne, aber ich habe es so weggesteckt, wie es halt einfach am praktischsten ist. Ihr kennt es bestimmt. Vielleicht noch ein kurzer Tipp. Denkt bitte immer daran, dass ihr die Haarsträhne wirklich gut durchkämmt, bevor ihr die Strähne in den Lockenstab gebt, weil wenn Knoten in den Haaren sind, dann schadet das einfach euren Haaren. Mit
der ersten Hälfte meines Kopfes bin ich fertig. Ich habe knapp 11 Minuten dafür gebraucht und muss sagen, dass es wirklich super easy ist. Also es geht so leicht, einfach man packt die Strähne einfach rein und lockt es. Also es ist super easy. Und was ich total spannend finde, ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass vielleicht eine Strähne stecken bleiben würde. Aber so auf allen Strähnen, die ich jetzt hier bisher gemacht habe, ist noch keine Strähne stecken geblieben. Und wie ihr vereinzelt auch gesehen habt, habe ich auch wirklich größere Strähnen genommen. Also es ist nicht so, dass ich mit super kleinen Partien gearbeitet habe. Ich habe nämlich in anderen Videos auch mit diesem Modell, aber eben nicht von dieser Firma, sondern wie ich euch gesagt habe, es gibt super viele verschiedene auf Amazon von verschiedenen Herstellern. Und da habe ich bei einem Produkt, das sieht so ähnlich aus, gesehen oder gehört bei einer YouTuberin, dass man eben nur so winzig kleine Strähnen nehmen kann und dass es dadurch einfach super lange dauert und super unpraktisch ist, was ich von dem Gerät jetzt nicht behaupten kann. Also wie ihr seht, ich habe größere Strähnen genommen und wie gesagt, ich habe bis dato 11 Minuten gebraucht und ja, ich bin gespannt, ob ich auf der anderen Seite genauso schnell durchkomme. Vielleicht bleibt ja doch mal eine Strähne hängen, dass ich euch dazu ein Feedback geben kann. Aber wenn keine Strähne stecken bleibt, wäre das ja auch super positiv. Also ich werde jetzt die andere Seite meines Kopfes auch noch locken und euch dann zeigen, wie das finale Ergebnis aussieht und natürlich auch mein Fazit mit euch teilen. Fertig und der Timer sagt 18 Minuten und 25 Sekunden. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Also finde ich von der Zeit her wirklich super schnell, dafür, dass es so super leicht auch gegangen ist. Und was natürlich auch total cool ist, wenn man irgendwie Koordinationsprobleme mit dem Lockenstab hat und damit nicht so gut zurechtkommt, dann muss man bei diesem Gerät wirklich überhaupt gar nicht mehr selber denken. Aber ich kann euch gleich sagen, die Frisur bleibt nicht so. Wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr, dass ich ja, Locken immer gerne nochmal etwas style und nicht in dieser intensiven Lockenstruktur auch so lasse. Wichtig ist aber jetzt auch, dass man die Locken erstmal auskühlen lässt. Ich werde die Locken jetzt 15 bis 20 Minuten komplett auskühlen lassen, weil es natürlich auch keine Kühlfunktion in dem Gerät gibt, was die Locke anschließend nochmal auskühlt. Deswegen lassen wir sie einfach ganz natürlich auskühlen und dann werde ich euch zeigen, wie ich meine Haare jetzt anschließend auch noch style. Bleibt also am besten unbedingt dran. Ich habe die Locken jetzt 20 Minuten auskühlen lassen. Das ist wie gesagt immer ganz wichtig, damit die Locken auch besonders lange halten. Und in der Regel gehe ich als allererstes auch erstmal mit meinen Fingern so ganz leicht durch die Locken durch, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, eine etwas weichere Lockenstruktur auch zu schaffen, weil ich wie gesagt einfach so diesen Engelslocken-Style nicht so wahnsinnig gerne mag, sondern einfach gucke, dass man die Locken hier so überall so ein bisschen auflockert. Man kann natürlich auch einen Kamm dazu nehmen. Ich habe einen Lockenkamm, der speziell dazu gedacht ist, dass man, jetzt piepst das Gerät, ich nehme es mal kurz in die Hand, weil ich euch nämlich noch zeigen wollte, dass fast der Großteil vom Akku noch da ist. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Und zwar, ja, ist gerade mal ein Strich weg. Es sind noch 4 Striche vorhanden, weswegen ich denke, dass das Gerät auf jeden Fall einiges an Power hat und doch einiges an Zeit auch durchhält. So, jetzt bin ich unterbrochen worden durch das Piepen von dem Gerät. Jetzt lege ich es mal wieder weg. Und dann zeige ich euch auch direkt meinen Lockenkamm. Ich habe nämlich hier einen Kamm, der ist so speziell dazu gedacht, um eben auch Locken auszukämmen. Aber ihr könnt es, wenn ihr so einen Kamm selber nicht habt, natürlich auch mit den Fingern machen. Aber ich zeige es euch einfach mal, dass man damit wirklich ganz leicht durch die Locken fährt und damit einfach eine weichere Lockenstruktur schaffen kann. So, jetzt ist der Ohrring, der rausgefallen ist, auch wieder drin.
Genau, so sieht der Lockenkamm aus und mit dem Lockenkamm kann man, wie gesagt, einfach ja, schön die Locken durchkämmen, aber auch nur ganz sanft, damit natürlich auch die Locken nicht kaputt gehen, sage ich mal. Aber eigentlich sollten Sie das auch nicht tun, sondern es geht einfach darum, eine weichere Lockenstruktur zu schaffen. Was ich am Anfang vergessen habe zu sagen, wenn ihr ja sehr dünnes Haar habt, wo Locken generell nicht so gut halten, dann achtet bitte darauf, dass ihr vielleicht zusätzlich einen Haarschaum nehmt oder ja einfach guckt, dass die Haare ja frisch gewaschen sind und ihr dann die Locken aufmacht. Also ich würde sagen, ihr kennt eure Haare am besten. Das heißt, ihr wisst auch immer, welche Tools euch helfen, sowas haltbar zu machen. Aber zum Beispiel ein Schaumfestiger kann helfen, das Ganze haltbar zu machen. So, ich werde jetzt als nächstes auch noch ein Haaröl anwenden. Da werde ich mir einen kleinen Tropfen auf meine Handflächen geben, weil ich einfach ja, eine trockene Haarstruktur habe und es ganz wichtig ist, dass man seine Haare einfach mit Feuchtigkeit versorgt. Vor allem, wenn man mit Hitze arbeitet, weil Hitze einfach natürlich die Haare auch belastet und auch schädigt, ist es wichtig, dass man, wie gesagt, auch ja, den Haaren auch wieder etwas Feuchtigkeit zurückgibt. Und das Öl hilft einfach auch etwas, die Spitzen zu schützen. Wenn ihr allerdings leicht fettendes Haar habt, dann vielleicht ja, noch weniger als einen kleinen Tropfen nehmen. Genau. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen Haarspray auch auf meine Spitzen geben, also sprich hier oben, weil ich einfach so ein paar abstehende Haare habe. Aber ich bin mit Haarspray immer so ein bisschen sparsam, weil ich einfach nicht so der Fan davon bin, super viel Haarspray zu nehmen. Aber ich gebe auch nochmal ein bisschen Haarspray in die Längen, einfach um das Ganze nochmal zusätzlich haltbar zu machen. So, was ich auch gerne noch mache, ist, ich habe jetzt aktuell einen Mittelscheitel und das kann man mit Locken ganz gut machen, dass man einfach einen Seitenscheitel macht, dass man ihn aber erst im Nachhinein macht, weil man einfach dann hier nochmal so dieses Volumen hier mit rüber nehmen kann. Wenn ihr seht, wenn ihr jetzt die Locken auf der Seite gelockt hättet sozusagen, dann hättet ihr jetzt nicht noch diesen Volumenschwung, sage ich mal, den man jetzt hier drüben hat. Und deswegen mache ich das immer erst im Nachhinein, wenn ich einen Seitenscheitel haben möchte. Ich würde jetzt nochmal mit dem Kamm durchgehen und so ein bisschen zu gucken, dass sich die Locken so ein bisschen setzen und auch nicht so intensiv sind. Aber wie ihr seht, das Gerät hat wirklich ja, super, super intensive Locken kreiert. Und ich finde die Locken super, super schön und finde auch, dass man wirklich in unter 25 Minuten ein tolles Ergebnis erzielt hat und es auch für jeden machbar ist. Also es ist vielleicht etwas Übung, dass man so ein bisschen übt, wie man die Strähnen da oben reinlegt. Aber ich bin relativ schnell mit dem Gerät vertraut geworden und das ist total schnell gegangen. Vielleicht nochmal ein Fazit. Einige Sachen habe ich ja im Laufe dieses Videos schon gesagt. Es ist super leicht damit Locken zu machen und ich denke, dass es für jedermann so von der Handhabung her auch gut funktioniert. Man kann mit größeren Strähnen arbeiten. Ich muss jetzt sagen, dass ich ja kein einziges Mal das Problem hatte, dass eine Strähne stecken geblieben ist, was ich so ein bisschen die Befürchtung hatte bei dem Gerät oder generell bei so günstigen Geräten habe ich immer so ein bisschen Angst, dass meine Haare stecken bleiben könnten. Aber ich bin eines Besseren belehrt worden, also meine Haare sind nicht stecken geblieben. Und das Gerät ist super easy in der Handhabung und es geht total schnell. Und vom Akku her, wie man sehen kann, ich habe es euch gezeigt, ja, ist gerade in den 22, 23 Minuten, die ich gebraucht habe, habe ich gerade mal einen Strich verbraucht und es sind immer noch einige Striche da. Also sprich, ja, das hält bestimmt noch eine ganze Weile. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel längere Haare hat oder nochmal dickere Haare, wie ich hat, dann könnte das auf jeden Fall auch hinhauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man auf jeden Fall bis zu 50 bis 60 Minuten mit dem Gerät auf jeden Fall hinbekommen. Ich hoffe, dass ihr Spaß in diesem Video hattet, dass ich euch auch ein bisschen was über das Gerät zeigen konnte. Vielleicht auch nochmal ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Ich habe keine Kooperation mit Amazon oder mit der Firma, die dieses Gerät herstellt, sondern ich teste einfach wahnsinnig gerne Geräte. Und deswegen wichtig ist, ich habe komplett neutral dieses Video gemacht und es ist meine persönliche Meinung und auch einfach das Ergebnis von meinem Test.
Genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ihr Fragen haben solltet zu diesem Video, dann könnt ihr mir das natürlich immer gerne in die Kommentarfelder unten schreiben oder ihr schreibt mir auf Elsa liebt das Leben auf Instagram. Dort kann ich auch immer eure Fragen beantworten. Solltet ihr Fragen oder Anregungen sonst auch noch haben, dürft ihr die natürlich auch immer gerne ins Kommentarfeld platzieren. Ansonsten würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hinterlasst, wenn euch das Video gefallen hat und auch meinen Kanal abonniert, damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Ich freue mich riesig, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen.